So, auf der Straße würde ich mir natürlich lieber manchmal ein Rennrad wünschen und in irgendeinem Stuntpark oder so natürlich lieber ein BMX. Aber ich finde, das Mountainbike ist so ein guter Kompromiss. Mal einfach mal hocharbeiten hier. Kleine, ja, fast Ebene. Da Wasser. Einfach nur Wasser. Was ein geiler Name. Ach, das sind diese Casino-Missionen hier. Da gibt es ja gerade auch dreifach Geld, glaube ich, drauf. Oder doppelt. Werden wir auch mal noch machen, die Tage. Will ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren, weil hab ich gefühlt fast noch nie gemacht. So, da vorne ist er schon. Pacific Standard drauf. Wird es auch mal wieder geben. Auf jeden Fall dann, wenn er bei Rockstar Games in der Eventswoche ist. Ja, wie komme ich jetzt am besten hier rüber zu Huntelaar? Ich glaube, es ist besser, wenn wir hier erstmal hochfahren. Ich müsste jetzt ja eigentlich mit dem Mountainbike im Vorteil sein. Am Berg. Aber wer weiß, die GTA-Logik verstehst du ja manchmal nicht. Der Weg hier ist auf jeden Fall gut. Der ist entspannt. Huntelaar ist gefühlt schon auf dem Gipfel gleich. Oh, hier wird es übel steil. Oh, das ist selbst fürs Mountainbike zu steil. Ja gut, ey, in Real Life wärst du längst runtergefallen. Aber hey, ist halt GTA. Oh nee, nein, 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 nein. Oh, scheiße. Scheiße. Du machst einen Fehler und bist komplett am Arsch. Fuck. Gerade noch mal Glück gehabt. Das gibt's nicht. Ich snack mir erstmal was rein und zieh mir erstmal eine Panzerung an. Dass ich ja nicht so schnell drauf gehe. Ich habe gar keine Panzerung mehr. Wird mal wieder Zeit. Ach, tolle Wurst. Egal, vielleicht ist der Weg jetzt hier irgendwie besser. Ja, es ist halt schon hardcore, den Manchu hier zu hoch zu fahren. Geht nur mit der Bunny Hop Technik. Aber es ist schon wieder zu steil. Das gibt's nicht. Warte mal, hier vielleicht zu einer Seite lang? Ach, komm, komm, komm. Komm, bitte. Scheiße. Ich probiere es weiter außen. Wir brauchen einen Plan jetzt hier. Wie hat es Huntelaar geschafft, den Manchiat hoch zu kraxeln? Quizfrage. Nein! Och nö! Ach komm! Ach, der Manchiat ist schon eine Sau. Der Manchiat ist schon echt richtig räudig. Ey, ohne Spaß. Ich guck dir das an. Der Manchiat ist so ein Arschloch. Ich schwöre dir.
Ah ja, aber schön, dass mein Charakter das Ganze gut übersteht. Ey, komm, jetzt reicht's aber auch mal wieder. Mit Rumkugeln. Wir sind doch hier nicht beim Bäcker, ey. Spinnst du oder was? Jetzt sind wir wieder fast ganz unten. Scheißdreck. Wenigstens lebt das Rad noch, das hält auch einiges aus. Komm, jetzt aber. Ja, weißt du, wie anstrengend das ist, so einen steilen Berg hochzufahren? Unnormal. Ich probier's jetzt weiter rechts. Oder? Nee, warte mal. Hier kannst du doch viel besser hochfahren. Wir probieren es mal links. Ich glaube, wir waren eben schon rechts. Guck mal, das sieht doch gut aus. Nur einmal hier rüber kommen. Ja, easy. Ey, komm, wir schaffen das noch. Ey, da oben ist so ein blauer Punkt. Hey, nee. Hä? Ich dachte gerade, das war so eine Mission. Hä? Komisch. Bei der kleinen Map sieht das aus wie so ein kleiner Punkt von so einer Mission im freien Modus. Aber es ist wahrscheinlich einfach nur ein User, aber. Nee. User-Punkte sehen eigentlich anders aus. Das ist komisch. Ey, der Weg hier ist es. Wir haben es gleich. Ey, das ging fix jetzt, der Aufstieg. Mountainbike Beste. Oder kommt es hier nochmal? Ich glaube, es kommt hier nochmal so eine hässliche Stelle, ne? Ja, wenn wir hier hochfahren, sollte es was werden, oder? Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ja, nee, die andere Seite ist besser. Oder? Komm, wir probieren es erstmal hier. Wenn nicht, dann die andere Seite. Ja, die andere Seite ist schon entspannter, aber ich brauche gerade die Herausforderung hier. Wenn das mal nicht nach hinten losgeht, oh. Okay, also bis hierher geht's voll klar. So, jetzt müssen wir uns einen Plan machen. Ich würde sagen, hier so. Also hier kannst du natürlich vergessen. Da drüben wäre es, glaube ich, noch gegangen. Aber hier sieht es eigentlich ganz gut aus, hier links. Da gehen wir rein, da gehen wir es an. Komm, das ist es doch. Schon wieder einer mit der scheiß Hydra, warte mal. Erstmal im Passivmodus gehen. Besser ist das Hundsalat der Kopfgeld. Den werden sie eh gleich abknallen. Ey, komm, wir helfen jetzt Hundsalat sein Kopfgeld zu überleben. Geil. Ich glaube, Hunsela hat sich schön in der Liftstation versteckt. Ja, wir haben's. Wir sind oben. Boah, geil. Yes. Mount Chiliad. Gipfel willkommen. Auf zum Lift, auf zu Hunsela. Hunsela gönnt sich erstmal einen schönen Fallschirmsprung. Da bin ich dann auch gleich dabei. Was ist er für ein Typ? Hacken ist geil. Ich glaube, der meinte Kacken ist geil. Ein Kunde. So, hier Aussichtsplattform, wir haben es geschafft.
immer wieder atemberaubend, die Aussicht vom höchsten Berg aus GTA 5 und aus Los Santos und Blaine County. Der höchste Punkt, der höchste Bodenpunkt der Map. Ja, wunderschön. Okay, warte, die Challenge hier muss immer sein. Och, komm schon. Einmal oben aufs Häuschen. Danach mit dem Fallschirm runter. Hier rechts auf jeden Fall schon einfacher als links. Boah, mit dem Motorrad ist es ja schon schwierig, aber mit dem Fahrrad ist es irgendwie noch schwieriger. Was? Sein Ernst? Ach komm. Geh komm. Jo. Das war ein stabiler Wheelie. Ah, nein! Fast! Schade! Richtiger Challenge Day heute. Ist irgendwie auch mal wieder geil. Fühle ich. Du musst einfach nur mit der Bremse arbeiten, dann geht das easy hier. Ja, wir haben's. Geil. Warte kurz, einmal ausrichten. Ja gut, die Pros springen jetzt auch da drauf. Habe ich auch mal geschafft. Ist mir dann jetzt aber noch zu skilled und zu riskant. Die richtigen Pros springen vielleicht sogar noch da auf die Spitze. Ja gut, wir müssen es ja nicht gleich übertreiben. Wow, ich muss erstmal den Fallschirm schnappen. Da oben ist er. Richtige kleine Mission hier. Mit Fahrrad und Fallschirm ist gleich runter. Boah, ich darf jetzt hier nur nicht abstürzen. Okay, passt. Sauber. Ach, ich muss jetzt mal aus dem Passivmodus raus. Sonst können wir auch keinen Fallschirm aktivieren. Das wäre bitter. Nur mit dem Mountainbike Mount bezwungen und auch wieder runter. Das machen nur die Harten. Fallschirm ist da. Auf geht's. Boah, das war knapp. Fast zu spät gezündet. Ey, guckt euch das an. Was der Berg für einen Schatten wirft. Ey, das ist mir noch nie aufgefallen. War das bei PS4 auch schon? Also klar, es ist nur realistisch, aber wegen der Sonne da hinten. Sonnenuntergang gerade. Ey, Sonnenaufgang. Ey, das ist ja mal richtig geil. Yo. Übelst fett. Komm, wir landen an der nördlichsten Spitze. Da gibt es ja erstmal ein schönes Lagerfeuer. Schade, dass du in GTA kein Lagerfeuer machen kannst, dass du nicht grillen kannst oder so. Das wäre irgendwie noch geil. Hier wollen wir landen. Wir landen jetzt genau bei der Leuchtpistole. Ah ne, weiter vor. Das täuscht übel von dem Winkel.
So, jetzt aber. Oder? Ja, sie ist liegen geblieben. Das wird unser Landeplatz. Auf geht's, da stehen schon die Jetskis bereit. Hauptsache, die brennt, die entflammt mich gar nicht. Was ist denn da los? Normalerweise geht das eigentlich schon. Also auch in GTA. Boah. Hammer. Hammer hart, du. Richtig geil. Oh, das sniped einer. Fuck. Schnell weg. Schnell untertauchen. Alter. Das gibt's nicht. Und weg hier. Hoho. Was ein Trip. Ja, läuft, würde ich sagen. Ich will eigentlich noch mit Snapmatic ein Foto machen, aber wir wurden gerade gesniped. Passt schon. Kannst doch eh auch mit dem. Kannst bestimmt eh auch vom Jetski aus fotografieren. Ja. Eigentlich auch ganz geil. So oft habe ich vom Jetski aus noch nicht Fotos gemacht.